Hallo YouTube, einen Moment, meine Tastatur hat sich verstellt. So. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Starfield. Wir sind hier immer noch bei der Mission Strom. Strom war das. Ich hoffe, es ist Strom. Baller hier nicht rum. Wo liegt dein Problem? Ja, Wechselspannung. Gut. Ich wollte ja nicht. Ist irgendwo da oben. Du siehst besonders aus. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich den Tipp bekomme, wie ich kurz vor, wollte ich schon sagen, mich für kurz vor, wie ich, hä, noch anhöre, wie ich den Roboter unser Schiff bekomme. Da ist der. Gibt es einen Aufzug oder so? Wieder hier. Verdammte Axt. Und deswegen. Befeste verstehe ich nicht, warum ihr keine Karten habt. Dieses runde Ding da in der Ecke, das ist vielleicht für den Weltall gut, aber nicht, wenn man in der Stadt ist. Dahin, verdammte Axt, hier war ich schon. Hier ist so. Nur ein ruhiger Tag. Ist das zu viel verlangt? Müssen wir mit dem Aufzug hoch? Nein, das Teil ist da. Ist irgendwo noch ein Aufstieg? Treppe oder so? Nein. Hallo? Das Zeug ist alles legal. Versprochen. Warum? Ich will doch nicht mit ihr, ich will mit ihm. Tageslicht wird völlig überbewertet. Ich komme prima ohne klar. Gibt es in den UC viel Überschuss? Sieh dich um. Was glaubst du? Die UC ist eine Riesenorganisation. Viele Planeten, viele Menschen, viel Material. Ist nicht immer leichter, den Überblick zu behalten. Manchmal fällt was durchs Raster und verstaubt dann in irgendeinem Lagerhaus. Aber das ist okay, weil ich nämlich davon profitiere und damit auch du. Ich kaufe die Sachen in großen Mengen an und verkaufe sie günstig weiter. Win-win. Gefällt dir das Leben auf dem Unterdeck? Ganz viele Leute sagen, es wäre grauenhaft, kaum besser als obdachlos zu sein. Sie jammern, wie viel besser die Leute oben es haben. Aber mir gefällt sie.
Hier ist es echter. Oben versuchen alle zu zeigen, wie zivilisiert und reich sie sind. Das nervt. Aber hey, jeder wie er mag. Muss ich ihm ein bisschen recht geben? Also hier ist wenigstens ein bisschen Leben. Auch wenn es kein schönes Leben ist. Lass sehen, was du so hast. Ganz in Ruhe. Ich hab Zeit. So, ich würde gern... Was hat er noch? Anzüge. Sechstausend. Okay, tschüss. Nee, da habe ich ja schon ein bisschen. Strahlung plus 10. Physik, also hält nicht viel aus. Hilfe. Okay. Hey, mach's gut. Ja. Da hab ich Klamotten gekauft, wenigstens etwas. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich auf die Seite komme. Oh Mann, wo soll das denn sein? Oder ist das Ding schon oben? Wir müssen noch weiter hoch. Hier war nur das Fichte. Der Mord. Dass sich da keiner gut drum kümmert, aber okay. Ich glaube, hier in den Slums. Ich nenne es jetzt mal so. Es ist genau über uns. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oh, mein Fuß zu viel. Jetzt bin ich wieder hier. Ach Mann, das nervt. So. Wechselspannung. In den Verteilkasten. Aber komme ich denn da hin? Ich denke wirklich, dass es eine Etage höher.
hundertmal jetzt. Ach Spiel, mach's mir doch nicht so schwer. Ich bin doch... Ich weiß es nicht. Jetzt mal runter. Wir müssen aber noch höher. Bevor ich Jake traf, habe ich gesoffen. Er hat mir quasi das Leben gerettet. Oh. Ich wollte mit ihm reden, da kommt sie da in die Mitte. Ich mache abends Gelegenheitsjobs. Kisten schleppen, Regale einräumen, Böden wischen. Damit komme ich durch. Wie nennt es sich so auf dem Unterdeck? Wie man sich's vorstellt. Miese Arbeit, noch miesere Bezahlung. Aber wenn die Lage richtig schlimm wird, zeigt sich, wie nett die Menschen sein können. Sogar hier unten. Im letzten Drecksloch. Bist du hier aufgewachsen? Nein. Ich bin wie viele Leute hergekommen, um Arbeit zu finden. Ich suche noch. Wer schon länger hier ist, kann schon gar nicht mehr einschlafen, wenn er keine Turbine hört. Geht mir vielleicht irgendwann auch so. Mhm. Hast du noch ein Rad? Nein, nur streif deine Schuhe ab. Wenn du Schlamm reinträgst, muss jemand sauber machen. Und zwar meistens ich. Okay. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Oh, ich geb's auf. Das ist nervig für mich. Ewig durchatmen, kurz vorm Explosion. Es kann doch nicht wahr sein. Also, ich guck noch mal, ja? Es wird mir so komisch angezeigt, als wäre es hier. Was ist hier? Plattform da. Da ist das. Da. Wie komme ich da hin? Wenn ich groß bin, will ich so sein wie Solomon Cole. Hab ich mich erschrocken. Wie kommen wir da hin? Hallo. Hallo. Also es gibt noch eine Ebene. Irgendwie... Oh, mein Fuß. Irgendwie... Aber nur von der Seite kommen wir. Auf den Keks mit zu viel Last jetzt. Ich habe andere Probleme. Ich habe zu viel Last. Kann man sein Suitcase nicht benutzen? Sein fliegendes Ding? Nur die Wohnung.
Ich bin wirklich zu blöd. Ich habe auch keinen Nerv. Leute, ich jetzt nicht spielen. Hab Hausarrest. Gibt es irgendwie einen Aufzug oder so? Verdammter Mist. Hier durch. Na, guter Tag heute? Nein, kein guter Tag. Ich finde den scheiß Weg nicht. Also echt. Na, guter Tag heute. Nein. Hier ist ein Aufzug. Hey, wie komme ich bei euch da hoch? Sag Bescheid, wenn ich dir helfen kann. Ja, ich... Okay. Okay. Wir waren schon mal hier. Das ist nervig jetzt. Genau, wir waren schon mal hier. Wir müssen mit John Tuala im Mess reden. Ja, willst du mein Zeug sehen? Nein. Willst du mein Zeug sehen? Ich habe mehr als wie du im Inventar. Was? 7 Stück habe ich davon? Normal bin ich auch überladen. Bis dann. Bis dann. Ich weiß es wirklich nicht. Man wird doch aggressiv, wenn man das will. Nein. Aber wie? Wie komme ich da hin, verdammte Axt? Oh Mann. Ich weiß es nicht. Es sieht erstmal aus, als müsste man hier hoch. Aber das waren wir ja schon. So. Und dann müssen wir noch weiter hochkommen. Komme ich höher. Hier ist nur wieder... Das... Ja. Er wohnt am höchsten. Wie komme ich ganz da hoch? Wenn ich groß bin, gehe ich zu den Freestar Rangern. Ja, Kind.
weiß es nicht. Ich habe jetzt eine halbe Stunde hier gesucht. Ich finde es zum Kotzen. Ganz ehrlich. Machen. Huch. Nee. Okay. Ich weiß es nicht. Unterspringen ist ungesund. Setz du dich mal hier hin. Genau. Teilerkasten, Lösregel, gewonnen. So, kann ich sie verlangen. Fahr den Verteilerkasten runter. Und wie verdammte Axt, ich hab doch drauf geklickt. Das war buggig, oder was? Ja. Ihr könnt mich doch machen. Wir gehen jetzt. Mir wurscht, wirklich. Ich hab's gemacht, wenn das Spiel das nicht registriert, dann tut's mir leid. Leute lästern gern über die Varun-Fanatiker, weil sie eine Schlange. Okay. Oh.
traumhaft. Ja? Miss Reyes sucht noch die nötigen Diagramme und Pläne heraus, um die Lage korrekt einzuschätzen. Bevor sie zurück ist, mache ich dir ein Angebot. Was auch immer du am Ende dieses Wegs findest, bringst du zuerst mir. Das Mast bekommt von mir, was es braucht. Aber ich handle mit wertvollen Informationen und die wirst du wohl finden. Die Handelsaufsicht bezahlt dich gut, versprochen. Denk daran, während du zum Wohndistrikt gehst. Ich kann die Quelle noch nicht genau lokalisieren, aber irgendwo dort ist sie. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der Nähe wird mir immer noch übel. So, so. Sie bezahlt uns, also sie hat da die Finger mit drin, wenn sie uns was zahlt. Sonst unbedingt ihr Schicken geben. Das mache ich nicht. Sie war unsympathisch. Bei Vectera, bei Vectera. Ich Gott. Kann es nicht fassen. Bist du das? Bist du das wirklich? Captain der Frontier, Fluch der Fleet, leuchtender Stern der Constellation. Das ist der Fan, ha? Harry. Ich habe mich der Constellation erst angeschlossen, als so bin ich noch wohl kaum ein leuchtender Stern. Du bist auf jeden Fall der hellste und größte Stern weit und breit. Da gibt's kein Vielleicht. Für sowas habe ich ein Auge, aber bei dem Heiligenschein ist das ja auch nicht schwer zu erkennen. Obwohl ich erst nicht wusste, ob das nur das Licht ist. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du es bist, welch Glück! Und beinahe wäre ich Kaffee trinken gegangen. Aber einmal gehe ich meinen Tag anders an und da bist du nun. Als wäre es vorherbestimmt. Du bist deinen Tag anders angegangen? Oh ja, normalerweise beginne ich ihn mit 4 Tassen Kaffee und einem Haufen Chunks. Aber ich war von deiner Geschichte inspiriert und dachte, was würde der große und mächtige Held von Vectera tun? Und so bin ich laufen gegangen. Ich lief und lief, stellte mir dich in der Ferne vor, wie einen Polarstern. Was für eine Überraschung, dass du tatsächlich real warst. Bei Polaris, das muss Schicksal sein. Du hast recht, das muss Schicksal sein. Nicht wahr? Und wer gegen das Schicksal kämpft, wird wahrscheinlich nicht gewinnen. Obwohl, ich wette, du könntest gegen alles den Sieg davontragen. Selbst gegen theoretische Konzepte. Aber warum solltest du das hier wollen? Aber es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Hey, hättest du was dagegen, wenn ich mitkomme? Brauchst du eine Begleitung? Ach, aber was sage ich da? Natürlich brauchst du eine! Geh voran! Zu Crew zu was? Willkommen an Bord, abweisen. Brauchst du nicht ein Kostüm, wenn du meinen Sidekick sein willst? Nein, willkommen an Bord. Du wirst es nicht bereuen! Ich hab's ja gewählt, da müssen wir jetzt mit klarkommen. Wo kann gelandet Schiff überall zugewiesen werden? Würde ja gerne, aber ich weiß nicht wie. Ich habe da keine Ahnung. Wo ist der hingesprungen? Er hat sich das Leben genommen. Ja gut. Wir waren aber auf dem Weg hierhin, oder? Ich bin schon wieder... Wir sind hier oh Gott, richtig. Ich trete buchstäblich in deine
Fußstapfen. Ja. Schöner Tag für ein Picknick. Ah, ich find's toll hier. Schade wegen Sam. Das Unterdeck ist kein Ort für deine Nichte. Würden Sie etwas mitmachen? So, wir müssen dahin. Hey, du näherst dich. Es ist wohl irgendwo in der Nähe des Athena Towers. Zoe sagt, außen am Gebäude gibt es einen Verteilerkasten. Woher auch immer sie das weiß. Man weiß nie, wann eine Information nützlich ist. Okay, das ist unerwartet. Es ist nichts weiter aufgetaucht, nachdem der Kasten offline war. Die Quelle muss sich irgendwo in diesem Wohnturm befinden. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt fällt mir wieder ein, dass es eine Meldung über Stromausfälle in den oberen Etagen gab. Bestimmt hat das damit zu tun. Das solltest du dir mal ansehen. Ja, mach ich. Dreh dich schon. Oh, dreh dich. Dreh dich. Der letzte Klick klingt so schön, oder? Ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Programm-Update. Programmstatus pausiert. Aktuelles Slicing-Ziel, ATM-Transfergebühr, bla bla. Slicing, aha. Okay, Daten herunterladen. Nachrichten. Dutchens, meine Leute haben sich bei der Neuverkabelung was einfallen lassen. Jetzt solltet ihr genug Saft haben, um das Programm ununterbrochen laufen zu lassen. Also nervt mich nicht länger. Ich erwarte meinen Anteil. Und schließt die verdammte Tür ab. Hier soll niemand herumschnüffeln. Selbst wenn die Gale Bank die fehlenden Kredits bemerkt, haben sie keine Spur. Sie werden es als Fehlfunktion abtun. So wie immer. Da das Geld digital ist, können sie so viel herstellen, wie sie wollen. Die klauen Bitcoins sozusagen. Ja, nicht schön, nicht nett. Sonst noch irgendwas hier? Nein, wir klauen nichts. Ich habe keine Lust zu klauen. Wir bringen es, Luis. Ich mag die anderen nicht. Die alle rekrutieren. Die anderen konnte ich einfach dahin schicken. Ihn jetzt nicht. Ich renne jetzt mal ein bisschen. Immer noch was anderes zu tun. Raumanzug.
etwas zu melden? Du weißt, dass du Zoe nichts geben kannst, oder? Du hast es also gefunden? Ja. Und? Hast du was für mich? Ja, bitte sehr. Klasse! Ich lasse es vom Mast analysieren. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass Zoe dir ein Angebot gemacht hat. Danke, dass du es abgelehnt hast. Natürlich. Und ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten konnten. Ja, ja, bitte sehr. Scheint so, als hätte jemand versucht, die Gelbank zu hacken. Und zwar mit Erfolg. Sagst du immer noch, du hattest nichts damit zu tun, Zoe? Warum in aller Welt sollte ich das Gesetz brechen? Und dann auch noch die Gelbank, mit der ich selbst Geschäfte mache. Also gut, wir werden das überprüfen. Vielleicht meldet sich jemand. Das wage ich zu bezweifeln. Wir sehen uns. Jo. Okay. Im Privatsektor, da gibt's das große Geld. Erledigt. Nur Bürger. So, eigentlich haben wir schon alles hier gesehen, oder? Es ist viel mehr los hier. Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Du bist hier jederzeit willkommen. Hallo. Weißt du, warum das Geschäft hier schon so lange läuft? Ich sorge dafür, dass sich alle wohlfühlen. Und ich lasse mir nichts gefallen. Okay. Wo ist denn ein Bürger? Hier ist viel los jetzt. Ich sollte doch hier. Ich sage es dir, Bianchi, mit den Stiefeln stimmt etwas nicht. Wenn ich sie in der Metro trage, hat das Shuttle Verspätung. Wenn ich Kaffee kaufe, verbockt der Barista meine Bestellung. Die Stiefel sind schon. Vertroffenen Spiegeln in der Tasche. Wir gucken noch 2-3 Minuten und dann beende ich den Part und den nächsten Part gehen wir hoch, dass weißt du, warum die Crimson Fleet überall Kunstwerk abgeben? Ja, genau. Das Kunstwerk müssen wir abgeben. Aber ich glaube, wir haben hier alles gesehen. Aber es sind nicht so viele Leute, mit denen man reden kann. Sie ist nur eine Bürgerin, das heißt, sie hat nichts mehr. Auch nur ein Bürger. Lebhaft hier, aber wiederum kommst du nicht rein. Hatte jemand Stromprobleme? Wir haben doch geregelt jetzt. Was ist das? Hier ist nichts. Gibt's noch sowas hier? Aber es gibt viele Asiaten hier. Ist mir aufgefallen. Was ist so? Das ist ein Aufzug. Ich wollte noch nicht in den Aufzug.
sonst nichts mehr hier. Neuer Tag, neue Schicht. Hallo, Carsten Endler. Kann ich dir irgendwie helfen? Auf dem Unterdeck wird's für uns nie langweilig. Okay. Ich weiß nicht, warum die UC Security hier unten überhaupt vertreten ist. Sie wollen den Menschen ja offensichtlich nicht helfen. Hm. Ja, ich sehe auch, die stehen nur hier rum. Hier sitzt einer ein. Okay, ihr Lieben, es war ein langer Part mit Rumgeeier hier. Oh. Schließ. Naja, ein bisschen sauber machen könnt ihr schon, oder? Stell bloß nichts an. Nein, ich stell nichts an. Ich bin hier nur. Schauen. Apex. Ach, da ist die. Da geht's auch nochmal hier hin. Da geht's nach oben. Einige Leute hier. Nein. Ja, sonst ist hier nichts. Rein gar nichts, hier waren wir, sind wir überall hergeflitzt. Nur, dass jetzt mehr Leute hier sind. Da komme ich weiter. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, auf zum Aufzug. Und ich beende den Part. Im Unterdeck gibt es sehr viel zu tun und sehr viele hilfsbedürftige Leute. Hallo, Andy Singh. Bezahlen Sie bieten verschiedene Hilfsprogramme, von Geld zu Lebensmittelspenden. Toller Tipp, wenn sich keiner eine Maschine leisten kann. Ich hatte immer das Gefühl, unter Leuten sein zu müssen. Ich weiß nicht, ob ich das weiterhin will. Was? Was ist das Haus der Aufklärung? Anfangs waren wir eine intellektuelle Bewegung von Atheisten. Mit zunehmender Zahl konzentrierten wir uns mehr auf humanitäre Arbeit. Wir wollten zeigen, was die Menschheit gemeinsam erreichen kann. Und wer bezahlt das alles? Nun, wir lassen keine Spendendose umgehen oder sowas, wenn du das meinst. Aber wir sind durchaus auf Spenden angewiesen, die wir so sparsam wie möglich einsetzen, wie du anhand der Umgebung hier vielleicht siehst. Ich hatte immer das Gefühl, unter Leuten zu sein. Leuten sein zu müssen. Ich weiß nicht, ob ich das weiterhin will, aber wieso? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Perfekt. Ich suche zufällig gerade jemanden, der mir bei etwas hilft. Okay. Ein willkommener Zufall. Ja, manchmal ergibt es sich einfach gut. Menschen mit gemeinsamen Interessen finden zueinander und indem wir zusammenarbeiten, können wir etwas Größeres erreichen. Also der Auftrag. Du musst deinen Mann namens Tahir von der Krankenstation abholen. Okay. Er erholt sich von einigen Verletzungen und braucht Hilfe, um in seine Wohnung zurückzukehren. Hol ihn ab, besorg ihm etwas zu essen und bring ihn nach Hause. Ach ja. Wo wohnt er? In einem der ärmeren Bezirke, wo die Kinder Fußball spielen. Bring ihn dahin, das sollte reichen. Tahir ist stolz, er soll sich nicht von dir abhängig fühlen. Du...
gibst ihm bloß einen Schubs in die richtige Richtung. Warum bekommt er von der UC keine Hilfe? Heikles Thema. Tahir hatte schon öfter Probleme mit der UC Security, wegen Vandalismus, Diebstahl und Prügeleien. Und er gibt den UC die Schuld an den Bedingungen auf dem Unterdeck und an seinen persönlichen Problemen. Und da er keine Hilfe von den Behörden annimmt, springt eben das Haus ein und unterstützt ihn. Okay. Klasse, du findest ihn in der Krankenstation. Er hat sicher Hunger, bring ihn nach dem Abholen also erst einmal zu Kai. Sie hat schon ein Essen zum Mitnehmen vorbereitet. Und danke. 2000 Credits für... I have ended, but many hearts are still raging war. Okay. Ja. Tür. Krankenstation. Krankenstation. Eigentlich wollte ich professionell kommen. Krankenstation. Wo ist denn jetzt das gute Krankenstation gewesen? Oh Mann. Ich bin noch 100-mal dran vorbeigelaufen heute. Hier ist Kreis. Okay, Vala, kommst du jetzt oder nicht? Ich frage zum letzten Mal. Ich brauche keine Hilfe. Ich komme alleine klar. Wie du willst. Aber wenn du dich verläufst oder in einer Zelle landest, selber schuld. Ja. Hallo, Tahir. Hey, weißt du zufällig, wo die Tornetze sind? Meine Wohnung ist in der gleichen Gegend. Mein Hirn ist einfach komplett vernebelt. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Oh je. Okay, ich helfe dir nach Hause. Wirklich? Ja. Oder ist das eine Betrugsmasche? Nein. Ich habe keine Creds, okay? Ich brauche keine Betrugsmasche, nur Andy Singh. Andy Singh? Naja, wenn ich jemandem was schulde, dann lieber dem Haus als den UC. Okay, gut. Du hast gewonnen. Nachdem ich sonst niemanden habe, riskiere ich es einfach. Also dann, geh voraus. Okay, komm. Ich mach auch langsam. So lange du möchtest und komm jederzeit wieder. Puh. Hier ist jeder willkommen. Behalt nur deine Hände bei dir. Verstanden? Wir müssen füreinander da sein. Deshalb habe ich vor all der Zeit angefangen, Essen zu servieren. Andy Singh bat mich, dir was zu essen zu besorgen. Er steht schon bereit. Ist das für dich da hier? Naja, ich habe keine Credits, also... Dann ist alles okay. Ich habe schon mit Andy geredet. Geht aufs Haus. Danke, Kay. Gern geschehen, Kleiner. Ich freue mich, dass du am Leben bist. Weißt du, früher warst du eigentlich jeden Abend hier bei uns. Dinge ändern sich, Kay. Wem sagst du das? Und ich weiß auch, dass es schwer ist, herzukommen. Aber... Lass dich mal blicken. Tut mir leid, ich versuch's. Gut. Schön, dass das geklärt ist. Hier ist die Suppe. Sei vorsichtig, die ist heiß. Gut. Kommt da hin. So. Alles okay? Wir sind hier, um zu helfen. Alles okay. Wo waren jetzt diese
Fußballdinger. Bin ich. Oh. Wenn du einen Tracker suchst, bist du hier richtig. Wo war denn jetzt die Treppe mit den Fußballdingern? Auf der anderen Seite vielleicht. Und dann geht's. Oh Mann. Es tut mir leid für euch. Es muss schlimm sein, mir zuzuschauen. Mir tut's ja selber weh. Mein Rücken tut weh. Und so langsam wird mir übel auch. Wo waren denn die Fußballdinger? Die Crimson Fleet ist im Moment überall. Breitet sich in den besiedelten Systemen wie ein Virus aus. Da wären wir. Trautes Heim, Glück allein. So ist es. Naja, aber mein Zuhause ist mein Zuhause. Auch wenn es erbärmlich ist. Aber vielen Dank. Ich hätte sie vermutlich auch alleine gefunden, aber es wäre anstrengend gewesen. Hier, deine Suppe. Oh, stimmt. Die Suppe von Kay. Mann, ich habe ewig nichts Warmes mehr gegessen. Oh je. Du scheinst gute Erinnerungen daran zu haben. Kann man wohl sagen. Vor meiner Verletzung war ich jeden Abend auf eine Suppe und ein Sandwich bei Kay. Egal wie schlecht der Tag war oder wie leer meine Taschen waren. Solange ich mein Essen und mein Bier hatte, ging's mir gut. Die ganze Last ist abgefallen. Und ehrlich gesagt, habe ich mich ewig nicht so gefühlt. Bis jetzt. Deswegen ist das wirklich toll. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Viel Glück da draußen. Hat mich sehr gefreut. Ebenso. Ich habe hier nicht viele Verbindungen. Jedenfalls nicht mehr. Es ist schön, eine echte Freundschaft zu haben. Danke. Kommen wir dann jetzt hier weg? Okay. Ich verlaufe mich schon wieder. Ich habe einen ganz schlechten Orientierungssinn. Ich würde mich nur verlaufen. Danke für deine Hilfe. Ehrlich. Es denkt wohl doch nicht jeder nur an sich. Schade. Ich hätte gesagt, komm auf mein Schiff, da hast du wenigstens. Ich will auf einem Raumschiff leben. Ja. Du bist nur zu klein. So, jetzt ab an die Oberfläche. Und zwar. Das ist das Paket. Nach oben. Abend, Ma'am. Abend. Aufzug. Raumhafen. Ja, ihr Lieben. Wir geben das noch ab. Ich weiß, es ist ein langer Part.
halbe Stunde schon fast. Oh, wir sind schon da. Was ist denn der Vogel? Ach, hier direkt. Wenn du ein Kunstwerk erstehen, der Kunsthandel ist... Hier. Psch, bist du verrückt? Nicht so laut, verdammt! Du hast mich reingelegt. Ach, komm mal von deinem hohen Ross runter. Reingelegt. Du bist nur nicht besonders scharfsinnig. Was beschwerst du dich überhaupt? Du wirst bezahlt, alles ist gut gelaufen, niemand wurde verletzt. Das gehört alles zum Spiel. Es lohnt sich, sich die Hände schmutzig zu machen. Es lohnt sich sogar sehr. Aber ich schweife ab. Danke für deine Diskretion. Unsere Transaktion ist abgeschlossen, also verabschiede ich mich. Sprechen wir nicht mehr darüber. Wie lange wirst du hier bleiben? Das geht dich nichts an. Ich habe dir beim Abschluss unseres Geschäfts gesagt, dass wir nie wieder darüber reden. Also halte dich daran. Zurück ans Werk. Okay, Lieben. Zurück ans Werk, genau. Was ist das schon wieder, eine Quest? Achso, das war Salinas. Okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentare. Tipps und Tricks, wie immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Was für ein Paket? Wieso schon wieder ein Paket? Vicente Salinas hat mir gesagt, dass er Geschäfte mit mir macht, wenn ich ein Paket von Red mache. Ja gut, aber nicht mehr in diesem Part. Ich setze mich jetzt hin. Feierabend. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Adios.